Hi, mein Name ist Arno und wir kommen in diesem Video jetzt zu einem kleinen Workout, was für deine Knie und für deine Oberschenkel ist. Vielleicht kennst du das auch, dass bei vielen Übungen die Knie einfach wehtun. Ich möchte dir hier jetzt Tipps zeigen, wie du deine Knie und deine Oberschenkel sanft trainieren kannst. Und das Ganze machen wir mit den Mini-Loops aus der Arts Vitality-Serie. Die sind aus Textil, die verrutschen nicht, die bleiben an Ort und Stelle. Und wir machen das Ganze jetzt im Stehen. Ich habe zwar hier die Holzkiste, aber du kannst das Ganze natürlich gerne an einem Stuhl machen, wo du nachher so ein bisschen dich hinten an der Rückenlehne abstützen kannst. Gut, wo gehören die Bänder hin? Und zwar von hier aus. Einmal das blaue Band, vorsichtig reinschlüpfen. Und das bringst du bitte mal so an, dass es oberhalb der Kniescheibe sitzt. Und das grüne, das ist das etwas leichtere, das bringst du mal so an, dass es genau oberhalb der Knöchel ist. So, wir machen jetzt eine Übung für die Rückseite und fürs Gesäß, aber hauptsächlich für den Hamstring, das ist die Muskulatur im hinteren Oberschenkelbereich, im Stehen. Du darfst dich gerne so ein bisschen an den Stuhl nach vorne lehnen, dass du sicher bist, weil wir machen das Ganze jetzt einbeinig. Und zwar fangen wir von hier aus mal mit dem Bein an. Ich beginne mit dem, dass du das gut siehst. Du stellst dich auf dem einen Bein hin, das andere Bein schwebt und von hier aus winkel das Ganze jetzt mal nach hinten an. Jetzt merkst du sofort, wie das grüne Band sich spannt und wie diese Muskulatur hier hinten arbeiten muss. Ja, eine wichtige Muskulatur, die im hinteren Bereich hier, die wir halt auch selten trainieren, im Sitzen. Hier wirklich aktiv nach hinten curlen, die Ferse zieht zum Gesäß nach oben und du das Standbein hast du immer ganz, ganz leicht gebeugt. Halt die Kontrolle, atme nach oben aus und aktiv hochziehen. Du hast übrigens auch die Möglichkeit, die Bänder natürlich zu wechseln. Das grüne ist jetzt das leichte, das blaue ist das mittlere und es gibt ja noch das graue Band von den Mini-Loops. Das wäre dann das richtig harte, aber steigere dich langsam. So 20 Wiederholungen auf der einen Seite und dann einmal kurz lösen. Wechsel einmal die Seite, auch hier mittig ausrichten. Wofür ist jetzt eigentlich das blaue Band? Das dient so ein bisschen zur Kniegelenkskontrolle. Wenn wir es nicht hätten, würde man mit dem anderen Bein, also hier, auch schon mal wieder anders eiern. Das heißt, versuch, das Knie und die beiden Knie wirklich stabil zu halten. Für die nächste Übung werden wir aber garantiert das blaue Band auch ein bisschen in Aktion bringen. Und wieder sauber nach hinten anwinkeln. Ja, das merkt man mit dem Grünen dann schon ganz gut. Und die Übung, die ich dir jetzt zeige, kannst du gerne auch 2 bis 3 Mal in den Serien nachher wiederholen. Und dann von hier aus einmal lösen. Wir kommen zur nächsten Übung. Jetzt geht es wirklich an die Oberschenkel und an die Knie. Du ziehst das Ganze einmal hoch und du merkst auch, wir versuchen den Druck vom Kniegelenk einmal wegzunehmen. Was wir jetzt machen, ist eine aktive Aufrichtungsübung und nach unten setzen. Es geht also jetzt gleich um eine Rollbewegung, die über die Ferse hier nach oben geht. Stell dich mal einmal in den Stuhl hin. Versuch dir jetzt mal vorzustellen, du möchtest dich aktiv nach oben rausschieben und gucken, was da hinten passiert. Also hochstrecken, Hände sind vorne an der Stuhllehne und jetzt setzt du dich mal einmal nach hinten. Hände bleiben, kannst die so ein bisschen, genau, dich hinter dieser Kiste oder hinterm Stuhl verstecken. Und jetzt siehst du, dass der Druck auf meinen Fersen ist. Jetzt wieder hoch und richtig hochstrecken. Dann wieder nach unten. Die Hände dienen dazu, dass du so ein bisschen Kontrolle hast. Und die Bänder drücken wir jetzt auseinander. Von hier aus nach oben strecken, nach unten setzen. Und das Ganze machst du wirklich nur bis zu einem Winkel, wo du das Gefühl hast, das ist für mich angenehm. Das kann auch erstmal hier oben sein. Und vielleicht merkst du, umso öfter du die Übung machst, umso tiefer geht's. Dann nochmal aktiv nach oben und wieder nach unten setzen. Wir machen noch eine kleine Intensitätssteigerung und zwar von hier aus einmal unten halten, Hände stabilisieren, drücken nach außen. 1, 2, 3, 4 und nach oben hoch. Nochmal und tief. 1, da müsste was passieren. 2, 3, 4.
Wir machen noch eine Runde. Nochmal tief. Eins, zwei, drei und vier. Und einmal lösen. Ja, vielleicht hast du das andere Kräftigungsvideo noch nicht gemacht aus unserer Knieserie oder auch die Dehnübungen. Die kannst du jetzt gerne auch nochmal hinten dran machen. Die sind hier verlinkt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Trainieren.